So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns in diesem unfassbar beruhigenden Kartenschloss. Ihr versteht das vielleicht gerade nicht, aber ich habe gerade Distrained aufgenommen, was immer sehr allsteinflößend ist. Und da ist dieses kleine Kartenschloss mit der süßen Musik eine nette Abwechslung, ne? Okay, dann geht das da auf. Ich glaube nicht, dass uns das momentan was bringt, ne? Was ist hier hinten? Haben wir hier schon geguckt? Oh! Hopp! Guten Tag, Zähnchen! Hier waren wir noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh, eine Erinnerung. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Naja, ist jetzt auch nicht psychologisch gesehen die beste Lösung, einfach alles zu verdrängen. Aber ist natürlich eine Möglichkeit. Was verändert das hier? Verändert das überhaupt irgendwas? Ich glaube nämlich nicht. Aber ich meine, von hier selber kommen wir noch überhaupt gar nirgendwo hin. Wir müssen da hoch. Ich weiß nur nicht wie. Aber naja, dann platzieren wir hier mal eine Uhrwerkbombe. Und vielleicht stellen wir uns jetzt hier mal drauf. Es geht runter. Nein. Okay, aber es ginge runter. Okay. Ich glaube, ich sehe es. Also, weil Klein Alice sagt uns auch, dass da eine Bombe rauf muss. Und ich glaube Klein Alice immer. Ne, das, Klein Alice hat uns noch nie enttäuscht. Dann warten wir jetzt hier, bis das... Also wenn das hier... Machen wir das mal so. Dann kommen wir nämlich zumindest auf diese Plattform hier schon mal drauf. Dann darf das kaputt gehen, weil... Naja, weil wir ja jetzt hier durch müssen, ne? Und jetzt würden wir da reinkommen. Geht aber nicht, weil... Ist nicht offen. Kommen aber auch... darauf. Aber ich glaube, das bringt uns nicht, weil... nix, weil da kommen wir nur dahin, ne? Ja. Okay, aber wir waren schon mal hier. Das ist doch schon mal nett. Fliegen wir nochmal zurück. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt einfach irgendwie schneller sein. Ich weiß nicht. Wir können ja nicht zwei Bomben platzieren. Komm runter, komm runter, komm runter. Nein, das... Nee, das klappt nicht. Ah. Manu. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr, wenn wir nicht weiterkommen. Aber ich glaube, hier muss eine rauf, ne? Wir warten mal, bis die ganz unten ist und stellen da jetzt eine drauf. Zack. Schneller, Alice, schneller. Und dann stellen wir uns hier drauf. Dann ist die Tür offen. Aber jetzt... Oh, jetzt ist sie doch schon... Nein, sie ist noch nicht zu. Okay, schneller, schneller, schneller. Schneller, Alice, schneller, schneller. Schnell, das kleine Alice. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Endlich. Ach, danke, Alice. Kaputt machen, bitte. Kann es nicht für immer so ruhig bleiben? Warum muss Alice denn auch wieder stressig werden? Ich sollte mir ein letztes... Oh mein Gott.
ein Let's Play zu tun. Oh Gott, war das gemein. Das einfach nur ruhig ist. Schön ruhig. Wo ich nicht ständig gestresst bin und wo mich nicht alles versucht umzubringen. Das wäre schön. So ein Let's Play würde ich mir wünschen. Aber nein. Ja, dafür hatte ich halt Contrast, ne? Dafür war Contrast sehr gut. Und da versuchte ich tatsächlich kaum etwas umzubringen. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, du kommst runter zu mir. Dankeschön. Naja, ich schätze nicht, dass das reicht von der Zeit her. Nö. Aber gut. Hopp. Dann warten wir jetzt nämlich, bis die Plattform nach unten geht. Ja, jetzt. Gut. Sehr gut. Die bleiben stehen, ne? Puh. Glück gehabt. Und da kann ich jetzt einfach rüberspringen. Ja, das sollte gehen. Oi. Nun gut. Ach, jetzt ist das ganze Schlossteil da weg. Lass das, Alice. Hey. Das ist so richtig schlimm. Ich hasse das, ne? Und hier kommt eine Rutsche, ne? Ja. Und jetzt? Schafft Alice das? Ach so. Und ein blauer Sprungpilz. Tschüss, liebe Kartenwelt. Tschüssi. Und jetzt wird wieder alles schrecklich und tot. Seht ihr? Aber wir haben ein neues Kleid. So, und nach einem unfreiwilligen Cut sind wir wieder zurück, denn mein Mitbewohner hat angefangen, Horn zu spielen. Und das hört man in der Aufnahme. Und darum, naja, musste ich da leider abbrechen, ne? Dabei rutsche ich doch so gerne. Und ach, ich hätte diese Rutschpartie so gerne noch zu Ende gemacht. Und aua, das fängt ja schon sehr gut an. Au. Oh, das war... Da hätte ich gedacht, erwischt's mich. Ich meine natürlich, nein, ich, ja, nein. Oh, haha. immerhin sind wir jetzt schön langsam. Oh, ich muss gleich nachher unser neues Kleid mal ein bisschen genauer inspizieren, denn das sieht sehr hübsch aus, muss man sagen. Außen, außen, innen, außen. Was war das, Alice? Was war das, bitte? Kaputt, kaputt. Und zack. Das schaffen wir. Nein. Hehe. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht noch einmal. Oh. Rutschen. Ach Mann. Aber das war nur, weil wir da zu langsam waren, ne? Okay. Bisschen mehr Speed dieses Mal. Ach, Gottchen. Wie anstrengend diese Rutschpartien auch immer sind. Wer hat sich das eigentlich einfallen lassen? Ja, dann gehen wir dieses Mal links. Oh, ich sehe schon, das war vielleicht nicht meine beste Idee, hier links zu gehen. Aber ist okay. Wir sind schon wieder so langsam. Ich würde das dieses Mal eigentlich gerne schaffen. Da oben ist was.
Was ist? Ach, eine Flasche. Jetzt haben wir hier so einen Zwischenstopp gemacht. Auch schön. Und Zähnchen gesammelt. Also ich fand jetzt links nicht irgendwie schwieriger als rechts. Aber... naja, ich beschwere mich natürlich nicht über eine Flasche. Oh, das war richtig knapp. Jetzt können wir uns das Kleidchen mal angucken. Einen toten... da ist das Schloss der Herzkönigin, sehe ich gerade. Wir haben einen Totenkopf hinten. Es ist rot. Schick. Wirklich, wirklich schick, muss man sagen. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir, hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Königinland. Wir haben's gefunden. Oder, naja. Den Kopf, ja. Was war das? Alles geht kaputt. Ach, Alice, was hast du bloß angerichtet, mein Mädchen? Du bist hier nicht erwischt. Wenn das jetzt immer so weitergeht, dann hasse ich diesen Teil jetzt schon. Das ist super creepy. Ein Horror-Let's Play auf dem Kanal genügt nun wirklich. Hopp. Ich bin hier eigentlich nur rüber, weil ich gesehen habe, dass hier Zähnchen sind. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber hey, das hat uns noch nie gestört, ne? Jetzt können wir auch darüber nochmal einen Zahn holen. Wobei, ich muss sagen, für einen Zahn lohnt sich das überhaupt? Naja, dann sehen wir ein bisschen mehr vom Königinland. Das ist ja auch schön. Also, nein, eigentlich ist es überhaupt nicht schön. Aber man muss dazu sagen, es gehört auch der Herzkönigin. Also... verständlich, dass es nicht allzu hübsch ist. Und ich... hallo. Guten Tag. Hallo. Aua. Lass das bitte. Fängt das wieder an. Es war doch so schön ruhig. Ich frage mich, das, was wir... vor diesem Teil hier gesehen haben. Habe ich da gerade eine Schnauze gehört? Da ist eine Erinnerung. Wie kommen wir? Ja, da ist eine Schnauze. Ups, nein. Da bist du. Hallo, ich möchte gerne. Ach so. Würdest du, Alice? Danke. Ja, ja. Ich hab doch... ich höre die Schnauzen, ne? Irgendwas kann ich wohl doch. Hopp. Das ist nämlich eine Erinnerung von unserem Psychiater. Ja, ja. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut. Was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum? So wie wir? Ja, das stimmt. Genauso ein Mensch wie wir. Irgendwas konnte unser Psychiater wohl doch, ne? Wenn er schon nichts von Psychologie versteht. Was sind denn das da für fliegende Herzen? Die sind super ekelhaft. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Nö, das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir nächstes Mal. Ich muss den Part nämlich gleich noch schneiden und hochladen und
Das dauert immer ein bisschen und es ist schon 5. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt dieses Königinland hier entdeckt, das ziemlich, kaputt aussieht. Und es auch ist. Da hinten ist noch die Station von dem blöden, bösen Zug. Und nächste Folge trauen wir uns ins Schloss der Herzkönigin. Ich bin sehr gespannt. Und bis dahin würde ich sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.